Hallo liebe Schlagzeuggemeinde, mein Name ist André Hilgers und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das heutige Thema soll sein, 5 coole Anfänger-Double-Bass-Tricks. Wie könnt ihr euch auf Double-Bass-Spielen vorbereiten und wie könnt ihr eure Technik verbessern? Fangen wir mit dem ersten Tipp an. Und zwar nehmt einfach mal ganz normale Achel-Grooves und spielt die auf der zweiten Hi-Hat, wenn ihr eine habt, oder dann auch und oder auf dem Reitbecken. Und versucht einfach mal im Föhl-Bereich die Hi-Hat mit dem linken Fuß mitzutreten. Das heißt, ihr spielt mit dem Reitbecken 1 und 2 und 3 und 4 und tretet die Hi-Hat einfach auf 1, 2, 3, 4, um eurem linken Fuß erstmal beizubringen, hey, ich darf auch mitspielen. Das sollte erstmal gar nicht so schwer sein für euch. Jetzt dreht ihr das Ganze einfach um und macht irgendwelche Grooves, die ihr vielleicht irgendwelchen Notenblättern entnehmt oder auch aus irgendwelchen Büchern, die ihr vielleicht greifbar habt, und geht her und tretet jetzt die Hi-Hat in Achel auf 1 und 2 und 3 und 4 und. Somit könnt ihr nun erstmal hergehen und alle Grooves, die ihr vielleicht schon in eurem bisherigen Schlagzeugerlebens geübt habt, mal in einer neuen Variation üben, trainieren, proben. Baut einfach das Reitbecken mit ein und zeigt eurem linken Fuß, dass er auch mitspielen darf. Der nächste Tipp ist, geht einfach her und spielt auf eurer zweiten Hi-Hat, auf der rechten Seite oder auf eurem Reitbecken, auch wieder selbige Grooves oder auch andere. Und schaltet mal um, spielt einen Takt oder vielleicht auch Doppeltakte nur mit dem rechten Fuß und dann ein oder zwei Durchgänge denselben Groove mit dem linken Fuß. So, jetzt habt ihr eurem linken Fuß beigebracht, in Achel zu treten bei Grooves und in Föhl zu treten und oder auch gewisse Grooves, die ihr mit rechts schon beherrscht, auch mit links zu spielen. Jetzt geht einfach erstmal her und macht einen ganz simplen Groove mit Föhl-Hi-Hats 1, 2, 3, 4 und im zweiten Takt mit Achel-Hi-Hats 1 und 2 und 3 und 4 und lasst die Füße erstmal in einem akkuraten Tempo. Bevorzugt macht mal an eurem Metronom 80 Beats per Minute. Fangt erstmal so an und lasst die Füße einfach in 16. 1 unter, 2 unter, 3 unter, 4 unter mitlaufen. Das ist jetzt erstmal der Standard. Hinzu kommt, ich würde euch gerne noch empfehlen, einfach mal auf 12 Achel zu gehen oder Triolen. Das heißt, 12 Achel zählt ihr immer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 12 Achel ist im Prinzip von der Schriftart her für viele das gleiche wie Triolen. Das eine ist halt ein Notenwert, das andere ist eine Taktart. Das ist der größte Unterschied zwischen den zwei Sachen. Erstmal, jeder Musikprofessor würde mir jetzt wahrscheinlich den Kopf abreißen, aber wir sind ja im Anfängerbereich und ich möchte euch die Sachen noch erstmal ein bisschen einfacher näher bringen. Geht am Anfang her und zählt einfach diese Triolen in einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei. Das heißt, wir machen jetzt erstmal die Hi-Hat auch wieder wie gewohnt auf Viertel. 1, 2, 3, 4 und die Füße laufen immer in einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei mit. Das Coole an dieser Übung ist, dass euer Körper
aus den hervorgegangenen Übungen gewohnt ist, immer auf rechts mit eurem rechten Fuß auf die Föhl zu treten. Jetzt dreht ihr die ganze Sache aber um. Das heißt, euer Körper spielt einmal rechtsseitig und einmal linksseitig. Das heißt, ihr habt immer die 1 und die 3 mit dem rechten Fuß akzentuiert und die 2 und die 4 mit dem linken Fuß akzentuiert. Geht her und übt es einfach ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen langsamer, vielleicht auch ein bisschen schneller. Sucht euer Wohlfühltempo und das mache ich euch jetzt auch mal vor. Genauso sollte es klingen, genauso sollte es aussehen. Versucht sauber zu spielen. Versucht nicht, wie alle Schlagzeuger, die bei mir in den Unterrichtseinheiten reinkommen und sagen, hey, wie werde ich schneller und so weiter und so fort. Das sollte erstmal nicht euer Ziel sein. Geschwindigkeit und Kraft kommt von alleine. Das ist so wie mit dem Trainieren beim Laufen, beim Fußballspielen. Umso mehr ihr übt, umso besser wird es. Das waren die heutigen Tipps erstmal für Anfänger im Double Bass Bereich. Wenn euch meine Tipps gefallen haben, hinterlasst einen Kommentar. Vielleicht habt ihr ein paar Anregungen, vielleicht habt ihr auch ein paar Fragen. Hinterlasst ein Like oder von mir aus auch 2 Dislikes. Das überlasse ich euch. Und wenn ihr weiter noch Lust habt, dann geht unten in der Beschreibung auf den Link. Dort könnt ihr euch in meinem Newsletter eintragen und bekommt sogar einen kostenlosen Play-Along geschickt. Euer André.